So, hallo und herzlich willkommen zu Bulletstorm. Und zwar fangen jetzt mit einer Bulletstorm-Serie an oder eine Bulletstorm-Videoreihe. Und zwar werde ich die Echos, also das ist, sind im Prinzip die Singleplayer-Levels, bloß halt immer ohne Story und Dialoge und so weiter. Die werde ich je nachdem oder nach und nach durchspielen oder spielen, wann ich Lust habe, je nachdem. Und dann werde ich das aufnehmen, dazu labern ein bisschen und erwartet nicht so viel, dass ich da so besonders gut bin. Ich habe halt noch nicht so viel Erfahrung in labern und zocken gleichzeitig, ne? Und ja, und das echt, das erste Echo ist die Wüste oder so heißt das erste Echo und dort haben wir nur den Peacemaker, also Standardwaffe und die Peitsche. Und wir starten das Level einfach mal. Gut. Dann haben wir hier einen schönen Ladebildschirm, da sehen wir Ishi. So. Und jetzt gucken wir mal, was auf uns zukommt. Ich kenne das Level natürlich schon. Und ich hoffe, dass ich so einigermaßen spielen kann. So, Leertaste drücken, gleich kommen Gegner. Die werden wir erstmal, was machen wir jetzt erst mit dem? Wir haben am Anfang, wir haben die Möglichkeit, am Anfang die Gegner in Kaktus reinzupacken oder an scharfen Metalldingern. Da kriegen wir beides jeweils 100 Punkte. Und mal gucken, was wir machen werden. Einfach mal Leertaste drücken und jetzt werden die Gegner kommen. Oh. So, der erste. Den packen wir mal in den Kaktus. Was machen wir mit ihm hier? Du kommst in die Metalldingens. So, hier mal die Detonation mit der Peitsche. Dann lade ich das Ding hier auf, ziel auf den Kopf. Und hat nicht funktioniert, sonst hätte ich Overkill gehabt. Jetzt hat es funktioniert, Overkill. Overkill ist, wenn man mit einem aufgeladenen Schuss jemanden am Kopf trifft. Du stirbst da. Du stirbst. Da wieder. So, ist hier noch einer? Hallo. Hallo. Keiner da. Jetzt kommen hier welche. Hier rutsche ich immer rein, so. Zack. So, bitteschön. So. Tot. Umweltterrorist bin ich. So, du komm her. Na. Das war fail. Okay. Was wir da hinten einfach machen werden, wir werden dort... Erstmal werden wir uns die Waffen neu aufladen. Dazu gehen wir einfach in die Versorgungskapsel und machen da mit der Peitsche da einen Hieb hin. Und normalerweise sind denn hier noch ganz viele Waffen. Kommen aber erst in den späteren Echos dazu. So, erstmal stirbt der da oben. So. Und dann können wir das da hinten einfach. So. Umweltterrorist. Ein paar tausend Mal. Beziehungsweise 5, 6, 7 Mal haben wir jeweils 200 Points gekriegt. So, so. So. Da geht jetzt ab. Zack. Beide auf einmal? Nein. Schade. Wäre cool gewesen. Hätten wir X-Ray gehabt, glaube ich. Heißt. Skillshot, Watch-Gefahr. So. So, du kommst mal her. Komm her, komm her. Na. Komm, komm. Trrr. Barmherzigkeit, weil ich mir in die Eier geschossen habe und dann den Kopf weggetreten habe. Mal ein bisschen ein auf Umweltterrorist mal wieder. Zack. Da hinten nochmal. Komm. Was? Warum? Komm, mal so. Ey, das wollte ich nicht. Egal. So, da hinten rechts ist noch einer. Den kommen, den ziehen wir nochmal her. Dann machen wir jetzt auch nochmal Barmherzigkeit, weil mir die Attacke so cool gefällt. Komm. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Komm. Oh, Mann. Komm. Jetzt aber. Dankeschön. 100 Points. So, jetzt müssen wir hier den Weg da hoch. Das dauert manchmal ein bisschen. So. So, da unten kommen jetzt gleich welche. Ey. So. Wenn wir da vorne sind, dann kommen, glaube ich, gleich welche. Deswegen werde ich jetzt schon mal die Peitsche auspacken. Jetzt aber Overkill. Jo. Kugelkick. Ja, Mann. Da hätten es einer. Stolperdraht. Hey, normalerweise ist hier Stolperdraht. Wenn man den im Lauf zu Fall bringt. Und da hätten es noch einer. Komm her. Kopfschuss. Muhahaha. So. Und was jetzt cool ist, also das ist das Ende vom Level. Wenn wir jetzt dagegen treten. Aua. Naja. So, das war's schon.
So, wie viele Points habe ich jetzt? 5.355, gar nicht mal so schlecht. Zeit war in Ordnung, habe natürlich ein bisschen dazwischen gequatscht. Bewertung 3 Sterne und mein bisheriger bester Score war 6.230. Auch nicht so obertoll. Können wir uns mal Statistiken angucken. Kills 27, ist klar. Skillshots so wenig. Das werden mehr, wenn ich dann meine Schrot habe und meine Sniper und so weiter, dann werden es auf jeden Fall mehr. So, einzigartige Skillshots 9. Achso, das sind diese roten Dinge, also zum Beispiel Barmherzigkeit und so. Höchstbewerteter Einzelschuss. Das wird, glaube ich, der Umweltterrorist gewesen sein am Anfang, da wo wir da sechs, glaube das waren Creeps oder Punk, nee, Punks, auf einmal getötet haben. So heißen die, glaube ich. Höchstbewertetes Kill 500, ja, das war Barmherzigkeit. So, meistgenutztes Skillshot, Umweltterrorist, ist klar. Hier waren halt so viele Fässer und effektivste Waffe ist Peacemaker. Ja, also PCM, ist klar. Weil wir bloß die eine Waffe hatten. Ja, ich hoffe, euch hat das Zuschauen hier Spaß gemacht. Würde mich über Kommentare freuen. Und ja, ansonsten macht, was ihr wollt. Ansonsten sage ich, euer Franz zockt und ich zock beim nächsten Mal wieder und haut.